Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja, das stimmt. Absolut. So, hier waren wir jetzt beim letzten Mal. Telsoe Ewe. Und Schnellreise. Weltkarte. Niemandsland. Ab geht's. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. So, und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Momentan ist echt problematisch bei dem Spiel. Ich habe schon im Internet nachgeschaut. Viele klagen über Abstürze, Aufhängen vom Spiel, vor allen Dingen im Inventar. Aber ich habe momentan echt Bock zu zocken und deswegen mache ich es trotzdem, auch wenn es halt immer mal wieder einfach den Geist aufgibt, das Spiel. Da kann ich ja wenig gegen machen. Und das Problem daran ist auch... Na, jetzt geht's weiter. Sieht schön aus. Das Problem daran ist halt, ich weiß nicht, wie ich es fixen kann. Ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Man wird es jetzt herausfinden. Ah, das kenne ich noch aus dem Let's Play von Gronkh und seinem Preview. Soviel ich weiß, genannten Galgenhügel. Die Nilfgaardische Verbindung. Gehe zur Taverne am Scheideweg. Jetzt werde ich nur noch eins kurz dazwischen machen, weil ich hier jetzt endlich bin. Manuelle Speicherung mal wieder. Das ist toll, die manuelle Speicherung ist eine andere, oder auf anderen Slots, als die automatische Speicherung. Komm schon! Er hat ein Haus erwischt. Es ist niedergebrannt. Warte mal. Bevor wir da rüber gehen, könnte ich doch noch hier vorbeischauen. Und ein bisschen was mitnehmen. Kann man alles mal brauchen. So, jetzt ist man zur Taverne. Regnerisch. Na, ich will jetzt keine Mission zwischendurch annehmen. Ich will jetzt erstmal ganz kurz tatsächlich zur Taverne. Weil es mich sehr interessiert, wie es weitergeht. Oh, okay. Da helfe ich doch ganz kurz. Da ruft einer unbedingt um Hilfe. Ah, das tut weh. Jungs, das tut weh. Ich sagte doch, dass es weh tut. Schauen wir mal. Los, schnell, bitte los. Ja, ja. Da haben wir das ertrunkenen Hirn. Ich frage mich, ob wir... Ja, wir kommen da, denke ich, wieder zurück an den Ort. Da gehe ich nachher mal wieder hin. Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee? Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Ich bin denen jetzt einfach mal los. Gut, ich helfe dir. Boah, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt.
kann nur meine Gedanken lesen. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech, da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Hans war da. Haben wir den auch noch befreit. Ein bisschen Zutaten noch sammeln. Dann brauche ich mein Pferdchen. Komm her. Da ist es ja. Alter, imposant. Wirklich imposant. Was ist los? Komm schon. So. Ja, wir müssen den Fluss überqueren, um zu unserer Mission zu kommen. Zu unserer Quest. Man nennt es, wie man will. Ein Fremder dort drüben habe ich ihn gesehen. Ja, das könnte ich sein. Ich gebe sie nicht auf. Hier bleiben. Ihr Gequieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem so, Haus. So, und auch hier wieder. Nehme ich alle. So, das dürfte die Taverne sein, nehme ich an. Hoppala, ich wollte nicht mit ihm reden. Ich will mit ihm reden. Danke. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Bin noch nicht mit meinem Getränk fertig oder erwartest du Besuch? Das erste Wissen zu cool. Ich habe noch nicht ausgetrunken. Wirt, Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Oh, aber du stirbst, ich bin ein Hexer. Na, sind wir mal nett. Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Na, ich sag's ihm mal. Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Frage ich sie? Nein. Nein, muss nicht sein. Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Hurensöhne verstecken immer ihre Töchter. Dachte wohl, er könne mich reinlegen. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Was weißt du über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts.
machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Suchinhalt fällt nach dem Agenten namens Hendrik. Na, der wird sich doch auskennen. Als Agent wird er doch wohl wissen, wann, was, wie, wo kommt. Daran wird es wohl liegen, dass er immer abgehauen ist, schon vorher. Dann sitzen wir mal auf. Na, da rechts herum. Jetzt doch links, also. Los, los. Das schaue ich jetzt selber nach. Die Wegführung ist manchmal etwas dämlich. Ja, tatsächlich rechts rum. Wo ist denn der kleine Weg? Hier. Sehr klar sichtbar. Ah, da haben wir ihn. Ab geht's durch die Sümpfe. Wir kommen vom Weg ab. Vor allen Dingen steckt mein Pferd hier fest. Da geht's wiederum rechts rum. Schneller. Wie soll man sich das denn? Jetzt rechts, ja. Jetzt was? Okay, über Land. Na schön. Sieht wahnsinnig geil aus. Da sind wir auch schon. Komische Luft. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Und hier ist Schnee. Lauf, Blitze! Das ist doch alles sehr ungewöhnlich. Ah, das dürfte ja wahrscheinlich sein. Und wir retten ihn jetzt gerade. Wenn du einen Kampfschwierigkeiten hast, kannst du flüchten. Nee. Das schaffe ich auch so. Weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Der sieht nichts. Er ist so blind. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Wer sind denn Sie? Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Okay. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Die wilde Jagd.
weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Oh, Scheiße. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Dann wollen wir uns doch mal umschauen in der guten Hütte. Aber davor meditiere ich mal noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange ich muss. Damit sich mein Leben wieder auflädt. Sag ich mal 3 Stunden, ne? Ja, das reicht. Okay. Ah, das braucht niemand mehr. Das suchen wir ihn. Er wurde gefoltert. Oh, shit. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich sollte seine Hose durchsuchen. Vielleicht ist er was, ne? Hat er was in den Stiefel versteckt. Eigentlich alles rein, ne? Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Ein Stiefel? Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Durchsuche die Hütte. Da. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Dann öffnen wir das Ganze mal. Und gehen rein. Vermisst Tamara Stenger, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet und zurückbringt. Da ist auf jeden Fall was. Aber davor machen wir mal ein bisschen an. Und bestehen ein bisschen. Wertsachen nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder... Untersuchen wir das mal. Interessant. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Da bin wohl ich gemeint. Betrunkenes Schwein. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kauf mit einer Hexe.
Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Und Vorsicht ist angebracht. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Das sollte alles sein. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Begib dich zur Burg des blutigen Barons. Oder roten Barons, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Da sollen richtig gute Geschichten bei rauskommen. Boah, ist das schön, ey. Ganz ehrlich. Pferd, komm her. Komm her. Ich frag mich, ob der Schnee hier auch jetzt mal schmilzt. Kilometer bis zum Festung des blutigen Barons. Zur Burg. Was uns da wohl erwartet? Oder vor allen Dingen wer? Oh, was haben wir denn hier? Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Er gehört uns! Verfickte Scheiße! Okay, wie ihr wollt. Du wirst es nie lernen. Den hier als erstes. Komm, 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 zack. Mächtiger Mutant. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Oh shit. Wir haben ihn. Einen Scheiß habt ihr. Dann noch Schutzschild. Na? Greif mich nicht an. Soll mir nur recht sein. Komm her. Boah, shit. Boah, einer ist noch übrig. Schutzschild. Das sollte reichen, ne? Zack, zack, zack. So, was gibt's hier so Interessantes? Hoppala, das wollte ich gar nicht. Die werden es ja nicht mehr brauchen. Den habe ich irgendwie zerteilt. Da haben wir da hinten noch einen. Ja, ja. Gibt vielleicht Geld. Kann man alles brauchen. Was ist hier? Oder wer wohnt hier? Naja, ich nehme an, einer von den Deserteuren. Oder sie wollten hier überfallen. Dann ist es meine Belohnung. Ah, ich sollte nochmal meditieren. Aber wenn es nur eine Stunde ist. Okay. Laufplätze.
Also, jetzt auf zur Burg. Da sehen wir sie auch schon. Na, da kann ich nicht drüber. Alles klar, daneben hier entlang. So, Hallöchen. Lass nämlich einfach passieren. Ja, tun sie. Ich finde den Baron. Roter Eingang. Mal sehen, auf wen wir hier jetzt alles treffen. Brillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. War das ein Festmahl? Ja, keine Angst. Bin der Baron. Los. Ich komm gar nicht zu. Du bist der Hexenmann. Vielleicht der Mutant. Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nahe geholt. Ah, hier kann ich einfach durchlaufen. Dann renne ich mal kurz hoch. Halt! Ich bin's. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg. Du warst erst kürzlich hier. Du wolltest doch brav deinen eigenen Weg gehen. Hab ich. Hat mich hierher geführt. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor. Okay. Feldwebel. Ardal. Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Genau, was denkst du nur von mir? Dann folgen wir ihm mal. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten, uns fügen und ein normales Leben führen. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffen. Okay. Alles klar. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Glück. Ich bin höchst interessiert. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt ihr nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Scheint so, hä? Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Es ist einfach nur Geplapper. Ich bin zum Reden gekommen. Nicht zum Reden gekommen. Doch. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Mal schauen, was jetzt kommt und was er über uns weiß und woher. Fühl dich wie zu Hause. Sowieso. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja.
Ein Schlückchen? Ach, immer doch. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Volltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Komm zum Punkt. Es ist grauenvoll. Toller Ort. Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Komm endlich zum Punkt. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Was kommt jetzt? Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Oh, shit. Jetzt auch da wieder die wilde Jagd. Als Ziel spielst, kannst du keinen Angriff auf das Inventar und das kein Zeichen wirken. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Schnelle Bände! Los! Sie braucht Hilfe. Oh, die ist stark. Komm her. Kannst wieder runterkommen. Wer ist das? Ein Bauerkind? Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja auch. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Was macht sie denn hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wer ist denn der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon.
Hast du ihn gesehen? Ja, naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Werwolf also? Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helfe dir hoch. Voll gekriegt, K. Ich habe keine Hexersinne. Hilfe! Schnell, versteck dich! Kein Problem. Ich kann keine Special Attacks. Doch, kann ich. Ah, ich wusste doch. Irgendwas wird man ja können. Boah, das ist geil. Zack. So läuft es. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Okay, lass weiterlaufen, ne? Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Ein Werwolf garantiert. Wer oder was ist bitteschön sonst? Der König der Wölfe. Dann wollen wir mal schauen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Kopf. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Beine noch. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Besorge Hundeteig. Wolfsleber, sammle Hundepetersilie, sammle Wolfsbann. Okay. Na, lauf doch nicht da vorbei. Da hinten habe ich doch welche von den Wölfen getötet. Ja, die sind rechts von uns. Ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. So, da sind wir hergekommen, ne? Ja, hier kann ich einsammeln.
Brauche ich nur noch 100 Petersilie. Ja, ich sammle mal alles ein, was hier ist. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Wissen wir doch schon. Hundepetersilie. Oh, mal das in der Welt finde ich Hundepetersilie. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Ja, wissen wir doch schon. Zack. Komm schon her. Komm schon. Wir sind nicht so stark. Ohne Probleme. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Möglich. Hm, tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Scheint so, hä? Das war ein Hundepetersilie, habe ich jetzt gerade gefunden, ne? Das darf das zweite sein. Ja. Jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Also suchen wir jetzt nach einem Feuerplätzchen. Na, wir haben sogar eins hier. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So, mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. So, jetzt gibt's Beef. Oho. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Hier vielleicht? Nein, keine Höhle, kein gar nichts. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Geh lieber nicht voran. Ihr solltet vielleicht ich vorangehen. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch. Jetzt sollte man Angst haben, wenn man nur einigermaßen intelligent ist. Wurde sich gerade runter oder was? Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Kuckuck. Versteck dich und lauf nicht da oben so dämlich durch die Gegend. Oh, das war easy. Mann, dem hast du es aber gegeben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Fangen wir damit an. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Wir müssen zum Dorf. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt.
Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Und jetzt sind wir momentan mit Ciri unterwegs. Und haben schon Werwolf getötet. Die ist gut. Lässt sich angenehm spielen. Durch diese Art der Teleportation. Schnelle Bewegung. Keine Ahnung, wo wir sind. Wir nördlich des Temerien. Einige Stunden später. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Was? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich glaube nicht, dass er so nett ist allgemein. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Sag's mir, es ist wichtig. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Abgemacht. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie gesucht? Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Habt ihr bestimmte Feinde? Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen.
Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Okay, alles klar. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch so, klein war. So, und damit sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und was fragte sie?